Hallo alle Freunde meines Kanals und in diesem speziellen Fall auch der Videos zu meinem 3D-Drucker Ender 3. Ich hatte ja im vorletzten Video den Umbau gezeigt von meinem Ender 3. Da habe ich ja das Board getauscht auf das MKS Gen L. Es gab zu diesem Umbau einige Rückfragen in den Videos, Kommentare. Da gab es eben auch die Frage, ob ich die Einstellung in Marlin mal irgendwie veröffentlichen könnte. Habe ich mir dann überlegt, das jetzt zusammenzuschreiben, ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Insofern habe ich gedacht, da kann ich eigentlich mal noch ein Video draus machen und zeige eben, wie ich die Anpassung vorgenommen habe, basierend auf den Informationen, die ich eben gefunden habe. So, und möchte jetzt halt in diesem Video mal so den Prozess zeigen, wie die neue Firmware für mein Ender 3 auf das MKS Gen 3 Board kommt, beziehungsweise wie ich das aufbereitet habe und dann schließlich das Flashen. Muss ich mal gucken, ob ich das noch zeige, weil kann ich vielleicht machen, weil ich noch eine kleine Änderung bei mir machen will. Und dann eben vielleicht noch ein bisschen was zu den Schrittmotortreibern, diese TMC 2208. Weil die ja auch so eine Besonderheit haben, dass ich sie so eingebaut habe im sogenannten UART-Mode, dass sie eben durch die Marlin-Firmware sogar umprogrammierbar sind. Oder eben durch G-Code, den man eben an das Board schicken kann. Ja, das zeige ich vielleicht dann auch noch. So, jetzt gehen wir erstmal, gucken wir erstmal, wie es da überhaupt losgeht. Vielleicht mal so als kleine Historie vielleicht vom Anfang. Inspiriert hat mich im Prinzip das Video hier von Teaching Tech, die eben, in dem eben um Weihnachten rum eben genau dieser Vorschlag kam, EasyCheap Ender 3 Mainboard Upgrade. Da ging es eigentlich nur um den Tausch vom Board in dem Video. Den Link dazu hänge ich dann auch noch mit ins Video, in mein Video rein. Das war eben das eine, was ich gefunden hatte, wo ich sagte, das ist eigentlich eine geile Idee, dann hat man da mehr Möglichkeiten. Und das zweite, was ich eben dann noch gefunden habe, wo es eben um Treiber ging, die wurden mal kurz hier erwähnt, aber eben nur mal so am Rande, dass sie eben leiser sind. Das sind diese TMC 2208 und da gibt es eben auch ein Video. Das ist dieses hier von Dahaizu. Auch den Link schmeiße ich noch mit rein, wo eben im Part 3, er hat drei Videos gemacht. Die ersten geht einfach nur reinhauen und so benutzen. Der zweite ist fest reinprogrammieren, was man wohl kann, aber eben nur einmal. Wenn man es mal reinprogrammiert hat, ist es drin und kann nicht mehr geändert werden. Und dann gibt es eben diesen Part 3, das ist eben genau der mit dem UART-Mode, wo man eben diese spezielle Verkabelung noch macht, um eben sie über die Marlin-Firmware auch programmieren zu können. Das waren eben die Videos, die mich da eben inspiriert haben. So, wie geht das Ganze jetzt vor? Wenn man jetzt das Board eingebaut hat, hat alles soweit mal verkabelt, dann geht es in die Firmware. Das heißt, man braucht Marlin. Marlin selber bekommt man auf der Seite marlinfw.org. Da gibt es hier einen Download-Link und sagen wir, das aktuellste stabile Release ist die 1.1.9. Die kann man sich hier als ZIP-File runterziehen und auf den Rechner legen. So, jetzt gibt es viele Anleitungen im Netz, die das Ganze zeigen mit der Arduino IDE. Ich verwende die nicht, sondern ich nutze die Möglichkeit, die in Marlin sogar schon drin ist. Es steht sogar hier mit dabei, man kann das hier sehen. Ne, Arduino und Plattform.io. Plattform.io und genau das habe ich bei mir nämlich im Einsatz. Das heißt, ich verwende bei mir Visual Studio und Plattform.io und das ganze Ding ist auch auf der Marlin-Seite. Moment, muss ich gerade gucken. Hier. Auf der Marlin-Seite kann man das auch finden. Da gibt es eben im Bereich Install gibt es eben auch eine entsprechende Anleitung, wo man eben genau erklärt bekommt, wie baue ich das Ding zusammen, dass ich Plattform.io mit, ich muss mal ein Stück nach oben, dann sieht man es nochmal hier, Installation von Marlin VS Code, also wie man das vorbereitet. Es gibt da eben so einen Autobuild-Support, den man da reinkopieren kann in sein Visual Studio Code, VS Code und dann sogar da es wesentlich einfacher zum Teil auch ist. Man kann im Prinzip einfach dann so über so einen Makro-Aufruf, so ein Autobuild, das Bildprozess anwerfen und sogar auch das Flashen dann direkt auslösen. Das ist eigentlich sehr schick und auch bei der Auswahl der Bibliotheken hilft einem das Plattform.io eigentlich sehr gut weiter. Das macht die ganze Sache doch dann sehr bequem. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schicke Sache und VS Code in Verbindung mit Plattform.io und den Möglichkeiten der Plugins bietet halt doch viel mehr auch als jetzt eine Arduino IDE. So, insofern werde ich das hier beschreiben.
Arduino IDE ist in den Videos, die ich gezeigt habe, im Prinzip in beiden Fällen beschrieben, sowohl jetzt ganz allgenerisch der Wechsel auf Marlin, als auch die Spezialeinstellungen sind in den Videos eben auch für Arduino IDE beschrieben. Gut, wie geht man hier vor? Im Prinzip, man lädt sich das File runter. Das habe ich bereits gemacht. Kann ich kurz zeigen. Das Ganze liegt bei mir hier. Da habe ich hier die Marlin 1.1x ZIP. Das öffne ich mir kurz in meinem 7-ZIP-Programm und ich habe mir einen Ordner angelegt. Hier einfach in meinem Dokumente-Ordner habe ich jetzt mal einen Marlin-Ordner angelegt. Und ich mache mir es jetzt einfach, ich schnappe mir einfach den ganzen Inhalt und kopiere mir das dahin. Na, wo bleibt mein Rest? Da ist er. So, da gibt es jetzt eben auch ein, man sieht jetzt schon hier auf dieser Ebene, die ich da habe, es gibt hier eben einen Marlin-Ordner, da ist eigentlich überhaupt erstmal die ganze Firmware drin. Und eben oben drüber findet man eben noch weitere Dateien, unter anderem eine Plattform io.ini. Die ist eben dafür da, dass man es eben in VS Code mit Plattform io, man könnte auch Atom mit Plattform io nehmen, direkt schon mal Voreinstellungen für Marlin als Datei schon mal hat, die man dann nur noch anpassen muss. Das ist also unwahrscheinlich praktisch, da ist eigentlich schon alles soweit vorbereitet. So, was man jetzt noch tun muss, wir wollen ja, ich mache mal kurz hier ein Fenster zu, ups, ein bisschen Platz schaffen, wir wollen ja für den Ender 3 übersetzen oder das für den Ender 3 anpassen. Das heißt, ich brauche auch die entsprechenden Einstellungen und auch das ist relativ simpel. Es gibt nämlich hier innerhalb des Marlin-Ordners, also das ganze ZIP-File ausgepackt, gibt es einen Marlin-Ordner drin, da drin gibt es Example Configurations. Und hier kann man gucken, kann man sich seinen Drucker raussuchen. Da gibt es zum Beispiel hier Creality, da steht der Ender 3. So, und da gibt es eben jetzt ein paar Dateien, eine Bootscreen.h, Statusscreen.h, die Configuration.h und die Configuration-Advanced.h. Und die vier Dateien, die kopiert man sich einfach, geht wieder zurück in diesen Marlin Source Ordner, kopiert die hier rein. Ups, wo ist mein Einfügen? Verschwunden. Huch. Na, da ist es. Zack. So, da werden natürlich jetzt zwei Dateien auf jeden Fall schon mal gesagt, die müssen überschrieben werden. Das ist auch richtig so. Das sind eben diese beiden Dateien, Configuration.h, Configuration-Advanced.h, Bootscreen und Status-Screen, die kamen jetzt neu dazu. Die ganze Software ist so konfiguriert, dass wenn diese Dateien da sind, das ist in den entsprechenden Konfigurationsdateien beschrieben, dann werden diese Dateien angezogen und zeigen dann zum Beispiel einen Bootscreen an, zum Beispiel dieses Ender 3-Logo. Wenn man es nicht haben will, lässt man es weg, dann kommt halt das Standard Marlin-Logo. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen, der Einfachheit halber. So, jetzt haben wir im Prinzip eine Basiskonfiguration, wie der Ender 3 sie hat, ist jetzt schon vorhanden. Das heißt, wir können jetzt schon mal starten. Das heißt, wir starten jetzt das VS Code. Das sieht dann so aus. Wie gesagt, ich habe es bei mir auch schon so weit eingerichtet, dass eben auch Plattform.io installiert ist und auch diese Makro-Erweiterung, das sieht man hier an diesem AB, das ist dieses Auto-Build-Makro oder Auto-Build-Marlin-Makro, was da drin ist. Hier ist Plattform.io. So, und was man dann jetzt tut, ist im Prinzip hier sagen, ich möchte einen Folder öffnen, Open Folder, geht entsprechend in diesen Ordner, da sucht sich den Ordner raus, den ich da vorhin angelegt habe. Und der ist dann hier offen. Ich hatte ihn schon geöffnet, ich habe es jetzt eben nochmal gemacht. So, da sieht man dann die Struktur, das habe ich halt mal vorhin kurz im Explorer ja schon gesehen, wo eben der Unterordner Marlin ist. Und hier liegt eben oben diese Plattform-IO-Datei, die ist eben wichtig für diese Umgebung.
die gucken wir uns als erstes mal an. Hier steht zum Beispiel, wie ist mein Source Directory? Das ist Marlin, das ist eben dieser Folder. Es gibt noch so ein paar Standardordner, wo er halt sein Bild und so weiter ablegt. Das kann man alles so lassen. Es gibt ein Environment, das er verwendet, das Env-Default, das ist quasi der Controller, die CPU. Mega at Mega 2560 ist für den MKS Gen L richtig. Wenn man einen anderen hätte, müsste man das entsprechend ändern. Die stehen, die Optionen dazu stehen hier unten. Man kann da auch ein paar Dinge ändern, wenn man das möchte. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch eine Bordrate und so weiter zu ändern. Aber im Standardfall kann man eigentlich damit mal ganz gut arbeiten. Das ist soweit richtig. Bei mir gibt es eine kleine Besonderheit. Ich habe bei mir das System oder mein Rechner ist in einer Windows-Domäne. So, das Problem an der ganzen Geschichte ist, das System verwendet für die Ablage von Temporärdateien das sogenannte Home-Dir. Und das Home-Dir zeigt, wenn man in der Domäne ist, auf einen File-Server. Zumindest bei mir ist es so. Das bedeutet aber auch, wenn ich da über Netzwerk gehe, braucht das alles irgendwo ein bisschen Zeit. Und deshalb muss ich bei mir eine kleine Anpassung machen, indem ich nämlich dieses Home-Dir festsetze auf einen Ordner hier auf meinem Rechner. Dadurch wird das ganze Ding schneller und braucht nicht so viel Zeit. Hat mich ein bisschen Suchen gekostet, bis ich das hatte. Aber es bringt echt viel, vor allem wenn man mal den Rechner vielleicht nicht direkt mit Kabel am Netz hat, sondern mit WLAN wird es richtig langsam. Aber auch über Netzwerk ist es ziemlich zäh, weil er halt doch da viel Kleinkram schreibt, was eigentlich auf dem Server nichts verloren hat. Ja, das ist aber, sagen wir mal, eine Spezialität von meiner Umgebung. Die brauche ich hier, damit es einfach etwas flotter geht. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Hier unten gibt es den Eintrag libdeps. Das ist quasi letztendlich die Automatik, die da drin ist im Vergleich zu Arduino IDE. Bei der Arduino IDE muss ich die Bibliotheken angeben und muss dem System sagen, welche er laden soll. Oder muss sie laden noch explizit. Hier ist es so, ich muss sie nur angeben. Laden tut das System die selber. Hier ist allerdings ein Punkt drin, den man ändern muss. Und zwar, es steht hier, ist hier ein Link drin. Also er kann hier auch Bibliotheken direkt von GitHub holen, mit HTTPS-Links zum Beispiel, und zieht die dann rein. Aber der Eintrag, der hier steht für die TMC2208, der funktioniert nicht. Da gibt es einen eigenen, den kann er direkt holen. Es gibt eine Bibliothek, die kann er so holen. Er braucht gar keinen GitHub-Link, die kann man so nehmen. Und das kommentiert man aus, halt, falsches Zeichen, ich brauche das da. Den kommentiert man aus, dass er eben den Treiber verwendet und nicht diesen hier. Und dann funktioniert das Ganze. Das speichern wir gleich mal ab, um die Änderung drin. Das ist jetzt einmal Plattform.io relevant, dass eben das System nachher beim Übersetzen weiß, wo es die herholen muss. Jetzt geht es in Marlin rein, das heißt die Anpassung in Marlin selber. Wir haben ja die Konfiguration schon kopiert. Insofern haben wir eine Basiskonfiguration in der Configuration.h. In die gehen wir mal rein, weil hier gibt es ein paar Dinge, die wir ändern müssen. Für den Ender 3 jetzt noch in der Konstellation, wie wir es haben. Zum einen ist es, wir brauchen ein anderes Board, weil hier in dem System natürlich drin steht, ich habe das Ender 3 Board, das ist das Board Melseek Reality. Das ist in dem Fall dann falsch. Wir haben hier in dem Fall jetzt drin das Board MKS. Muss ich gerade gucken. Gen L. Das muss hier rein, damit er eben die richtige, dann holt er das entsprechende Pin-File und ordnet eben die Pins richtig zu. So, dann gibt es hier einen Custom Machine Name. Ich kann hier einen Namen setzen, wie die Maschine heißen soll. Das wird dann auch angezeigt. Kann man ändern, muss man aber nicht. So, dann gehen wir direkt über die Suche, weil wir brauchen jetzt noch das Display. Das ist das hier. Wenn wir das standardgrafische Display vom Ender 3 übernehmen, müssen wir diesen ein... Ups, halt, jetzt habe ich mich vertan. Wo ist er? Da unten. Den brauchen wir. Müssen wir diese Zeile aktivieren. Also RepRap Discount Smart Controller brauchen wir. Das muss aktiv sein. Und wir brauchen noch eine Zeile. Das ist diese hier. CR10 Stock Display.
Das ist quasi der Eintrag, den wir brauchen, wenn wir dieses Standard-Display vom Ender 3 verwenden. Da steht zwar jetzt CR10, aber das sind eben die gleichen. So, damit haben wir das entsprechend eingetragen und können jetzt gucken, was haben wir noch genau. Jetzt kommen die Treiber. Also jetzt kommt ein Punkt. Das ist jetzt im Prinzip war jetzt das Thema MKS-Board. Anpassung für den Ender 3. Jetzt geht es noch in die Richtung, in die Treiber. Da sind wir jetzt eben, da geht es darum, dem System die Treiber bekannt zu machen. Wenn wir eben jetzt, wie in meinem Fall, ich habe ja diese TMC-Treiber drin, die 2208, die will ich Marlin auch bekannt machen. Dazu muss ich hier für die jeweiligen Achsen, wo die Treiber sitzen, diese Einträge entsprechend aktivieren. Und hier den Namen des Treibers angeben. Z, und dann habe ich noch einen Extruder, der ist hier unten. Und da kommt er auch rein. Wenn man jetzt zwar die TMC 2208 einsetzt, aber nicht in dem UART-Modus, also nicht so, wie ich es in meinem Video gezeigt habe, mit der seriellen Verbindung, sondern einfach sagt, gut, der Stealth-Job, der reicht mir, ich verwende den, ich setze die Jumper entsprechend für 16 Mikroschritte und das ist in Ordnung, dann kommt anstatt im TMC 2208 dieser Eintrag hier hin, TMC 2208 Standalone, den setzt man hier hin und dann passt das auch. Sollte man eben auch tun, wenn man eben keinen UART-Mode hat, weil er dann durch den Treiber, zumindest nachdem, wie ich es festgestellt habe, dafür sorgt, dass die Drehrichtung wieder stimmt. Weil durch das MKS-Board würde es sich irgendwie verändern, also rumdrehen bei einigen Achsen und bei dem dadurch wird es wieder korrigiert. War zumindest bei mir so. Ich empfehle allerdings trotzdem, das zu prüfen. Wie heißt das? Ich zeige das gleich. Word X, genau. Das auf jeden Fall zu prüfen, bevor man da anfängt zu drucken, indem man eben, nachdem die Firmware drauf ist, nochmal ausschaltet, alle Achsen mehr oder weniger in die Mitte setzt, einschaltet, einen Finger am Schalter hat, ein Homing durchführt und guckt, laufen die Achsen in die richtige Richtung. Sollte es nicht sein, gibt es eben genau hier entsprechende Einträge mit dem hier Invert X-Dir, Invert Y-Dir, Z-Dir und hier unten E-Dir. Damit kann man eben dann dafür sorgen, falls die Drehrichtung nicht stimmt, anstatt jetzt am Motor Pins in den Steckern umdrehen zu wollen, kann ich es einfach hier umstellen. Also wenn ich feststelle, beim Homing läuft mir die X-Achse anstatt links gegen den Schalter, rechts gegen den Anschlag, dann mache ich hier aus dem True und False und übersetze das neue Schiebs rüber und dann stimmt die Richtung wieder. Wie gesagt, bei mir hat es mit den Einstellungen, die aus dem Example-File kommen, aus der Konfiguration, mit den Treibern und der Umstellung sofort funktioniert. War die Richtung korrekt. So, nur das eben noch in Ergänzung, das kommt noch mit rein. Damit sind wir in der Datei fertig, können das auch mal abspeichern. So, dann gibt es die Configuration Advanced.h. Und da gibt es jetzt ein paar Punkte, die eben noch umzustellen sind. Das eine ist dieser hier. Und zwar folgendes, ich hatte es ja im Video genannt, das MKS Gen L Board hat die Möglichkeit für zwei Extruder und zwei Hotends. Was ich bei mir ja nicht verwende, ich habe ja nur ein Hotend. Das heißt, es hat im Prinzip einen weiteren Ausgang für einen Schrittmotor, wo man Treiber reinsetzen kann. Es hat einen weiteren Schaltausgang für eine Heizung, für das Hotend und auch für einen Lüfter. So, wenn ich das nicht nutze, kann ich den Schaltausgang eben für was anderes verwenden. Genau die Möglichkeit bietet mir Marlin an. Ich kann nämlich einen Autofan-Pin setzen, das heißt einen Schaltausgang, wo er den Lüfter für einen Extruder schalten kann. In dem Fall hier zum Beispiel für den E0. Das ist mein Extruder, der erste, den ich habe. Ich habe ja nur einen E0 Autofan-Pin und wenn ich den benutzen will, muss hier der Pin rein. Und wenn ich jetzt den Schaltausgang vom zweiten Extruder vom MKS Gen L Board nehmen will, ist es der Pin 7. Wenn ich das hier eintrage, passiert Folgendes. Wenn ich den Drucker einschalte und das Hotend ist kalt, unter 50 Grad, das ist der Wert, der hier eingestellt werden kann,
wird der Lüfter zur Kühlung des Hotends nicht eingeschaltet. Der steht und damit macht es auch weniger Krach. Sobald die Temperatur hier diesen Schwellwert, den ich auch hier definieren kann, überschreitet, wird der Lüfter eingeschaltet und dreht mit der Drehzahl, die ich hier angeben kann. In dem Fall ist es 255, ist Full Speed, ist, denke ich, so auch richtig, sollte man tun. Den Temperaturwert könnte man sich jetzt noch anpassen, sagen, komm, nee, was soll's, mir reichen auch 60. Das wäre zu probieren, ist natürlich immer ein Problem. Man muss natürlich aufpassen, dass mir nachher dann der Kühler vom Hotend zu warm wird und mir das Filament in dem Ding anfängt zu schmelzen. Das wäre nicht unbedingt so gut. Insofern sind die 50 eigentlich ganz gut. Sobald das Hotend 50 hat, fängt das Ding an zu kühlen. Und wenn es unter 50 fällt, geht die Kühlung wieder aus. Deswegen ist bei mir drin, klappt wunderbar. So, das zum Thema hier zusätzliche Funktionen, die ich mitbenannt habe. Jetzt geht's weiter. Wir haben nämlich noch das Thema mit den Treibern. Da gibt es nämlich auch noch was. Da gehen wir gleich mal hin. Und zwar gibt es da nämlich die Einstellungen zu den Treibern, den 2208, bezüglich den Schritten. Zum einen, dass er mit Interpolate eben das hochskaliert auf 256. Dann kann ich für jede Achse sagen, welche Microsteps ich haben will. Das ist der Standard, die 16. Und ich kann eben noch angeben, was habe ich für einen Strom. Also im UART-Modus, für jemanden, der die Videos nicht geguckt hat, im UART-Modus stelle ich die Potties auf den Treibern nicht auf den Strom ein, den ich tatsächlich haben möchte am Schrittmotor, sondern den maximalen Strom, den ich einstellen können darf, also einstellen darf über die Software. Das heißt, ich kann da auch zum Beispiel für jeden Motor sagen, ich möchte maximal 1 Ampere laufen haben als Strom, so als Sicherung. Ja, und kann dann da sagen, ich stelle die Spannung so ein, dass ich 1 Ampere Strom habe. Und über den UART-Mode, über die Programmierung der Treiber, kann ich jetzt den Strom entsprechend einstellen. Und was hier steht, sind die Default-Werte, die eben Marlin verwendet, wenn es das erste Mal drauf programmiert wird, was er auch ins EEPROM schreibt. Ich kann die Werte aber später auch noch über entsprechende G-Code-Befehle überschreiben. Für meinen Ender 3, da habe ich mal nachgemessen und habe geschaut und festgestellt, dass eben die Standardwerte waren 725 mA für die X, Y und Z-Achse, was die Motoren fahren, und für den Extruder waren es 900. Und die nehme ich so mit rein. Wie gesagt, man kann sie ändern, aber das sind eben jetzt mal die Werte, mit denen ich gestartet bin, weil ich die nachgemessen hatte und auch irgendwo in dem Video habe ich es auch gefunden, da wurde es irgendwie so erwähnt, das steht irgendwo, dass eben das die Standardwerte sind. Und mit denen bin ich auch gefahren, hat bisher gut funktioniert. So, das brauche ich eben. So, dann geht es hier unten weiter. Hier gibt es dieses Define Stealth Job, das sollte aktiv sein, also nicht auskommentiert. Also das eben sagt, bitte verwende den leisen Modus. So, und dann habe ich hier dieses Monitor Driver Status, das sollte man aktivieren. Dadurch kann man eben zusätzliche G-Code-Befehle absetzen, um zum Beispiel die Stromeinstellung auszulesen, Übertemperatur und so Zeug. Und man kann das löschen und man kann eben so Driver-Parameter auslesen. Um das aber zu kennen, brauche ich noch einen Parameter. Da komme ich gleich noch dazu. Was wir auch brauchen oder was man auch, beziehungsweise andersrum, ich aktiviere den geschwind, der ist da unten. Das ist das TMC Debug. Den machen wir mit an. So, und dann gibt es hier oben dieses Hybrid Threshold. Das kann man weglassen. Dann würde er immer im Stealth-Shop-Modus arbeiten und wäre sehr leise. So wie ich es im Video, glaube ich, am Ende noch gezeigt habe. Dass man wirklich eigentlich die Motoren hört, meine ich gar nicht. Es kann aber sein, haben einige wohl berichtet, dass dadurch, dass dieser Modus wohl nicht ganz so viel Drehmoment hat, er vielleicht Schritte verlieren kann. Also vor allem bei schnellen Bewegungen, weil es ist ja bei Schrittmotoren, je schneller sie sich bewegen, desto niedriger wird das Drehmoment. So, wenn man das eben feststellt, kann man über diesen Weg, indem man das eben entsprechend aktiviert und hier einen Geschwindigkeitswert vorgibt, also wenn der Motor für die jeweilige Achse schneller als in dem Fall hier 100 mm pro Sekunde fährt, schaltet die Firmware den Treiber um auf den Spread-Cycle-Modus. Und dadurch hat das Ding mehr Drehmoment, ist aber auch lauter. Wobei lauter, es ist dann eben nicht mehr lautlos, sondern es ist ein Zischen. Bzz,
mache das so in der Form. Also bei mir ist es drin, ich habe es beobachtet bei mir beim Drucken, dass er eben bei Wegen, wenn man eben mit voller Fahrgeschwindigkeit fährt, dass er da eben umschaltet, dann gibt es dieses, gibt so ein zischendes Geräusch. Muss man gucken, vielleicht kann ich es als Video nochmal entweder mit dazu packen oder in dem zweiten Video noch bringen. Wie gesagt, man kann es aktivieren, wenn man eben dafür Bedenken hat. Ich bin momentan am Überlegen, ob ich es drin lasse, aber die Werte hochsetze, weil ich denke, also ich habe es bisher noch nicht beobachtet, dass es irgendwo Probleme gibt und das Zischen ist, sagen wir, manchmal ein wenig störend, weil es halt nicht immer ist und ansonsten der Drucker eigentlich die Fahrbewegung man gar nicht hört. Also wenn er hinter einem steht und dann hört man nur die Lüfter und eigentlich nichts und plötzlich macht es mal so, etwas merkwürdig. Also ich muss mal gucken, ich werde es bei mir vielleicht mal höher stellen, einfach mal schauen, ob er mit seinen üblichen Geschwindigkeiten auch mit dem normalen, mit dem Stealth-Job-Modus hinkommt. Aber darüber kann man das entsprechend steuern und kann eben den Modus wechseln. Und mehr habe ich eigentlich dafür nicht. Das heißt, alles andere kann so bleiben, wie es ist. Und es sollte alles so funktionieren. Auch das speichern wir ab. Vielleicht noch ein Punkt. Man kann, oder ich habe ja beim Umbau, wenn man jetzt das Board einfach nur tauscht und das Standard-Display verwendet, fällt ja der SD-Karten-Slot weg. Man könnte jetzt in der Configuration.h den Support dafür auch rausnehmen, um Speicher zu sparen. Nur ist es so, dass natürlich der Controller auf dem MKS Gen L ist ja größer, der hat doppelt so viel Flash. Das heißt, wir haben da eigentlich keinen Speichermangel. Insofern habe ich es bei mir auch drin gelassen, sodass man eben, wenn man doch mal überlegt, man hängt noch einen dran, könnte man eben ihn einfach dran stöpseln und er würde sofort funktionieren. Wenn er nicht da ist, macht es nichts, wenn das Zeug drin ist. Es funktioniert trotzdem. So, jetzt haben wir alle Anpassungen drin. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip die Firmware mal übersetzen. Dazu gibt es ja so eine Erweiterung hier, dieses Auto-Bild, aber das will ich jetzt hier gar nicht verwenden. Hier unten in der Leiste gibt es entsprechende Icons, wo man eben sagen kann, was man machen will. Da gibt es eben auch das Platform.io-Bild. Da gibt es auch ein Clean und es gibt hier auch ein Upload. Das heißt, ähnlich wie im Arduino, in der Arduino auch. Da gehen wir jetzt hier mal auf Bild. Geht hier auch ein Terminal auf und er übersetzt eben jetzt für den Controller, den man eingestellt hat, holt er sich die, also würde sich die Bibliotheken jetzt holen, bei mir sind sie schon da und fängt eben an, das Ganze zu übersetzen. Gibt da ein paar Meldungen, die sind aber uninteressant. Jo, jetzt sind wir durch, man sieht auch hier, das ist der Controller. Success hier oben, wenn man ein Stück hochrollt, sieht man auch den belegten Platz. Das heißt, wir haben momentan bei Data noch Luft und wir haben auch im Programmspeicher haben wir ausreichend Platz. Wir wären jetzt schon über dem, was in das alte Controller gehen würde. Da hätten wir schon abspecken müssen, aber hier haben wir überhaupt kein Problem. 53% in Benutzung ist also kein Problem. Das heißt, hat funktioniert die Übersetzung und man könnte jetzt eben das Board anschließen und die Firmware übertragen. Auch das wäre eben hier direkt möglich. Da gibt es hier einen Button. Und wäre eben dann der Schritt. Dann wäre die Firmware drauf und dann könnte man eben auch über die Software auch jetzt auf die neuen Features zugreifen, sprich auf die Treiber und so weiter. Da gucke ich mal, dass ich das vielleicht in einem separaten Video nochmal dann zeige. Aber das ist jetzt erstmal die Konfiguration, ist an sich nichts Großes, ist in den Videos, die ich da auch am Anfang gezeigt habe, auch an sich recht gut beschrieben, nur halt nicht in der Kombination, da habe ich es jetzt mal drin. Ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter. Das wäre es jetzt erstmal dazu.